Durch die Schulschließungen haben wir mehr Freizeit erhalten und ich dachte mir, ich züchte Triops. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Hier habe ich den Triops Starter Set. Mit diesem Starter Set können wir eigene Urzeitkrebse, also die Triops, züchten. Und fangen wir doch gleich mal an, indem wir die Verpackung öffnen und uns den Inhalt genauer anschauen. Als erstes haben wir einen Beutel mit Sand. Zweitens haben wir die Ernährung, also den Futter und Sedimente mit Eiern. Hier haben wir eine Spatel, eine Pinzette, eine Pipette, eine Lupe und ein Stück Schlauch. Hier den Beobachtungsbecken und noch ein Einführungsheft. Das war's dann auch schon mit dem Inhalt. Jetzt befolgen wir den Schritten im Einführungsheft und füllen das Becken mit ca. 1,5 Liter destilliertem Wasser. Hier haben wir einen kleinen Thermometer, was aber nicht in der Verpackung enthalten ist. Mit diesem Thermometer können wir die Wassertemperatur ablesen. Jetzt braucht ihr euer Beutel mit den Eiern und den Sedimenten und verstreut nur die Hälfte der Verpackung über die Wasseroberfläche. Das Wasser, in dem die Triops leben, sollte eine Temperatur von 22 bis 24 Grad haben. Bei zu hohen Temperaturschwankungen können diese sterben. Also solltet ihr sie nicht in einer Heizung oder einem Fenstersim hinlegen. Die Triops benötigen pro Tag 14 Stunden Licht. Dafür braucht ihr eine Lampe oder stellt es direkt ins Sonnenlicht. Nach 2 Tagen sollten dann schon die ersten Eier schlüpfen, die ich euch im nächsten Video zeige. Das war's dann auch schon mit dem Video für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.